Wir wollen heute wieder etwas gemeinsam ausprobieren. Ich habe hier ein 40x40 Keilrahmen liegen. Farben stehen bereit. Naja, schauen wir mal, ob das sowas wird, wie ich es mir vorstelle. Ich möchte nämlich gerne hier die Leinwand einmal durchtrennen. Herzlich willkommen bei Verkunstet. Ja, ihr seht schon, 40x40 ist heute mein Maß. Ihr könnt natürlich gerne auch größer oder kleiner werden, wenn ihr das anders gestalten wollt. Ich habe hier Farben Schwarz, Weiß und Türkis. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich noch mehr nutzen möchte. Deswegen steht meine Bataillon hier schon bereit. Schauen wir einfach mal. Die Trennung wird natürlich nicht mit Säge passieren, sondern mit Farbe. Und zwar wollte ich versuchen, hier so eine Gerade rüber zu ziehen. Mal schauen, ob das so gelingt, wie ich es mir vorstelle. Ich muss sagen, nach dem Trocknen gefällt mir das mit dem Türkisweiß noch mal doppelt so gut, weil das Ganze so mich ein bisschen an das Meer erinnert. Schaut mal selber, wie gut das geworden ist. Von den Farben her ganz leicht hier in der Mitte noch das Weiß. Man kann erahnen, dass hier mal die Grenze war, aber das ist hier so schön ineinander gegangen durch den Föhnverlauf, dass das ja richtig dynamisch wirkt, aber nicht ja überzogen zu viel. Mir gefällt es also sehr, sehr gut. Auch hier muss ich jetzt sagen, ihr seht es selber schon, ich habe zwar nachher noch mal mit dem Brenner überall hier die Luftblasen rausgeholt, aber
Da ich kein Silikonöl in meinen Farben hatte, seht ihr jetzt hier kaum bis gar keine Zellenbildungen. Wenn ihr jetzt natürlich Zellen haben wollt, müsst ihr das Silikonöl noch hinzugeben zu euren Farben, damit ihr den Effekt der Zellen noch nachher bekommt. Aber sagt doch selbst, ist das nicht ein geiles Bild? Mir gefällt es richtig gut. Vor allem, ja, man könnte jetzt noch hingehen und vielleicht ein Pendant machen mit ja, mehr vielleicht noch Weißanteil und nur ein Ticken Türkis, so als, ja, wie sagt man, als zweites Bild hier neben, dass man so ein paar bilden kann. Das muss man mal schauen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da, das würde mich sehr freuen. Und ja, abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, ihr würdet mich damit sehr unterstützen. Es ist auch kostenlos. Und für alle die, die jetzt auch auf jeden Fall weitermachen sollen und wollen, gibt es hier weiter zum nächsten Pouring DIY. Wir sehen uns wieder nächste Woche Freitag, das hoffe ich auf jeden Fall. Ich freue mich auf euch, bis dahin, tschüss zusammen.